Und die alte Frau mit dem platten Reifen. Pures Gold. Jack, die Show heißt Die verrücktesten Fahrer. Ein echtes Automassaker. Hast du dir die Show schon mal angesehen? Ich lese Bücher, trinke guten Wein. Wenn du mir weiter Omas mit Reifenschäden lieferst, wirst du bald Fischverpackungen von der Straße lesen. Zeig mir mal endlich ein bisschen Action. Und damit begrüße ich euch wieder herzlichst bei Driver San Francisco. Ich bin auch wieder mit dabei. Nicht nur diese komischen zwei Leute, die zuerst sprechen und dann nach dem Mund bewegen. Nein, ich bin auch dabei. Wie fahre ich denn? Achso, mit Pfeiltasten, genau. Wir haben keine Dreherlaubnis für diese Straße, Mary. Wir müssen zum vereinbarten Ort. Ja, ja. Bereit, den Wagen ins Blutbad zu steuern? Weißt du was, das ich nicht weiß? Halt du schön die Kamera drauf, Jeff. Ich heiße Jack und wehe, das wird nix. Ja. Boah, ich habe schon lange nicht mehr gespielt, deswegen weiß ich schon gar nicht mehr die Steuerung. Aber wir sind wieder da in Driver San Francisco. Und wir machen auch schön weiter die Hauptmission weiter. Na bitte, wir suchen nach Rasern. Also Augen offen halten. Stunts in der blauen Zone filmen, alles klar. Und was sollen wir tun? In ein beliebiges Fahrzeug shiften. Nee, nehmen wir uns mal einen schönen Wagen. Ja, nehmen wir mal den. Über 160 fahren? Ja, das sollte doch gehen. Guck mal. War noch schon 180. Nicht gerade die Salzwüste, aber fürs Fernsehen reicht's. Da ist unser Raser. Na los! Bam! Lass die Reifen qualmen! Also wir sollen hier für das nette Fernsehteam ein bisschen fahren, damit die wieder Einschaltquoten bekommen. Das sollte ja zu schaffen sein. Jetzt sollen wir 20 Meter driften mit unserem schönen Ford. Verbranntes Gummi. Ich liebe es. Ja. Driften unser ist Ford echt cool. 11150. Zusammenstöße. Ja. Wollen wir hier mal fahren. Ein Frontal-Crash. Gut, machen wir. Arme Wagen, ey. Und tut mir leid. Ein neuer Tag, ein neuer Airbag. Aber okay. Aber alles die gleiche Wagen, das ist da normal. Das passiert immer so, der kommt tausendmal. Was machst du denn? Fährt schon 100. Toll, aber ich will mehr. Wenn du meinst. Er fährt zuerst 180, danach fährt er. Driftet da 20 Meter und dann noch ein Frontalzusammenstoß. Alles immer der gleiche, das ist auch normal. Also ab zum nächsten Drehort. Und der ist gleich hier vorne. Willst du einen Preis? Dann brauchen wir große Sprünge. Will mal einen Sprung mit Kopfverfolgung. Okay, wer braucht ein Sprungbrett für die große Fernsehkarriere? Ich. Nehmen wir den, oder? Ich werde Jeff mal echtes TV-Gold geben. Einen Kopf anfahren. Alles klar. Wir haben heute 10 Liter auf 100 Kilometer geschafft, Brandon. Das ist nordamerikanischer Rekord. Ey, du Penner. Auf eine Enttäuschung gefasst. Hallo. Kommt, Jungs. Wer will seine 15 Minuten Ruhm? Mutter Erde nimmt uns abermals in ihrem Schoß auf. Yeah. Oh, gütiger Himmel. Arsch. Endlich mal wieder fahren. Ja, hab das schon ein bisschen vermisst hier. Geht los, Leute. Schön festhalten. Ja, los. Schön dann mit dranbleiben. Hui, ja! Das wäre im Kasten. Ich rieche Auszeichnungen. Die beste, billige, dumme Leute-Vorabendshow. Tja, haben wir uns verdient, Jeff. Das stimmt. Und ich heiße Jack. Alles klar, Jack, Jeff. Ach, egal. Naja, ich... könnten jetzt auch sofort wieder in Trevors Auto springen, aber ich hab mir so gedacht, weil ich habe das Spiel schon ein paar Mal durchgespielt, um ehrlich zu sein. Machen wir dann immer zuerst diese Vor-Mission. Denn dann können wir gleich zwei Hauptmissionen hintereinander spielen. Oder? Ja, machen wir so. Ich bin nur realistisch. Du bist oh, ein Rennen. Das gefällt mir. Jun, ich bin nur realistisch. Du bist noch nie ein Rennen gefahren. Ayumu, bitte. Ich bin nervös genug. Ayumu. Entweder gewinnen wir das Geld fürs College oder wir sitzen im Flieger nach Nagoya und... Und wir hängen... Oh, ich wollte das gar nicht überspringen. Sorry. Verdammt.
Boah, dann halten wir hier erstmal. Gar nichts. Ayumu, ich bin ganz zuversichtlich. Glaubst du echt, wir können es schaffen? Ich glaube, die bauen uns ein Denkmal. Anschnallen. Dann heizen wir mal hier mit unserem Audi TT, um das Geld für das College zu gewinnen. Ist eigentlich nicht schön, also wenn man nachher fährt, um das Geld für ein College zu bekommen, bin ich ganz okay. Huah! Alter, wir fahren aber auch gerade. 290. Wir gewinnen! Dass du überhaupt an mir zweifelst. Und wir könnten ja ein bisschen nachhelfen. Wollen wir das machen? Machen wir einfach mal. Okay, Zeit für ein bisschen Chaos. So, zum Beispiel. Erster, mein Job ist erledigt. Naja, jedenfalls in diesem Wagen. Dann haben wir nämlich ein bisschen Luft nach hinten. Dann müssen wir auch nicht ganz so souverän fahren. Aber das mache ich ja trotzdem für euch. Ich fahre ja immer souverän. Man kennt das ja nicht anders, ne? Auch in GTA 4, was ich letztens gespielt habe mit Kobi. Schöne Grüße nebenbei. Ja, da bin ich auch sehr souverän gefahren. Ich habe mein Auto nicht ins Wasser versetzt. Ja, wie besessen. Ah, das höre ich heute öfters. Oh, wir haben da aber eine Luft nach hinten. Oh, scheiße. Au. Ja, au. Gott. Erster. Alles klar. Sauber. Was kommt jetzt? Wir müssen ein bisschen nachhelfen. Das kommt jetzt. Los, June, los, June. Oh, nein. Alles klar. Den haben wir abgehangen. Ah ja. Hier fehlt wohl noch ein bisschen Tenner-Magie. Aber der da vorne, der kommt mir... Irre zu weit. Zu schnell. Vertrau mir, das ist nicht zu schnell. Das wird nicht. Oh shit. Sind jetzt nur noch Dritter. Also wir müssen dringend was tun. Boah, aber diese Schikane eben war auch echt mies. Voll drauf, voll drauf, voll drauf. Ach, das läuft nicht nach Plan. Nee, nicht so. Das hast du gut erkannt, mein Lieber. Wie heißt er überhaupt? Ich so. Muss was probieren. Und zwar bald. Oh, Renn fast verloren. Scheiße, wie weit geht das denn? Oh Gott. Ich glaube, wir haben schon verloren. Du wartest ab, stimmt's? Yep. Echt? Ja. Okay. Nein! Ach, ups. Oh, weia. Zieh! Wir werden noch Erster! Komm! Na, egal. Aber wir haben es trotzdem geschafft. Nicht zu fassen, wir sind Zweiter geworden. Ja, nicht Erster, aber okay. Boah, Kopf an Kopf rein, ganz zum Schluss. Ich muss das mit dem Shiften vielleicht noch ein bisschen optimieren. Nitro. Ja, Linkssteuerung. Bring dir eine Karre, irgendeine. Redest du gerade in der dritten Person von mir? Ich kann so ein Auto also irgendwie manipulieren. Ja, guck mal. Mit mehr Tempo. So zum Beispiel. Oh, wow, Hammer. Krass, oder? Gleich noch mal. Ja, und nochmal. Oh, ja! Gott. Wer braucht Stickstoff? Nee. Für Nitro braucht man Stickstoff, aber okay. Boah, ich will die ganze Zeit Trevor nennen irgendwie. Aber er heißt gar nicht Trevor. Wie heißt er denn? Town Car. Ja, er heißt Town Car ab sofort. Aber jetzt haben wir auch Nitro, ist ganz nett. Upsa. Warte mal, ich probiere mal was aus. Wir können uns da doch sicher hinten anhängen, oder? Komm her. Komm. Yo. Okay, das ist cool. Einfach mal hier die Leute kidnappen. Ui. Naja. Ja, Spaß beiseite. Jetzt wollen wir mal hier zu... T. Tanner, genau, Tanner ist er nicht. Trevor. So, wollen wir da reinschiffen? Holen wir uns einen Kaffee. Ich muss was mit dir besprechen. Du bist aber nicht wieder schwanger. Ehrlich, nee. Das, was ich gerade erlebe, nicht. Ist mindestens genauso komisch. Wieder schwanger. Okay. Muss ich jetzt nicht so ganz verstehen. Darf ich jetzt fahren? Beim ersten Mal... bin ich irgendwie über allem geschwebt. Mhm. Die ganz normale Nahtoderfahrung. Hm? Ja, klar. Und beim nächsten Mal konnte ich mir dann einen Körper aussuchen. Und zack, ich bin in ihnen.
Es ist wie sonst, wenn ich fahre, aber ich gucke in den Rückspiegel und da schaut mich eine Fremde an und... Und ich denke nur, ich bin im Körper einer Frau? Mann, iss dein Donut auf, dann bring ich dich in die Klapse. Ich mein's ernst. Das ist real. Das passiert wirklich mit mir. Beweis es. Aber wenn du mich nicht hundertprozentig überzeugen kannst, lass ich dich einweisen. Klar. Abgemacht. Ha. Schau dir mal den Irren an. Angeschaut und hinterhergefahren. Weißt du was? Du willst einen Beweis? Ich stell was Verrücktes mit dem Typen an und du kriegst einen Beweis. Gut. Wo ist dieser Drecksack jetzt? Ja, das war jetzt mal super. Mann, sag ihr, dass du bei mir warst, ein zu viel hattest und eingeschlafen bist. Sie wird's doch niemals erfahren. Und was nie erfahren? Ja, ganz genau, so geht's. Das wird so, da vorne ist ein Autotransporter. Also, wir sollen jetzt unserem netten Kumpel hier... Ich habe auch den Namen vergessen. Alter, kannst du mal aufhören, um die Ecke zu fahren? Unser netten Kumpel hier beweisen, dass wir shiften können. Hast du gesehen, Jones? Wer? Jones, das ist mein neuer Spitzname für dich. Alter Falter, der ist völlig durchgeknallt. Nix da, ich bin der durchgeknallte Typ. Verarsch mich nicht, Mann. Du wusstest Bescheid, stimmt's? Was nimmt der denn? Angel Dust? Unglaublich. Alter, okay. Guck mal, wie langsam der fährt. Wie so eine Karre fährt der echt mies. Jetzt schon. Ich meine andere Cops. Pass auf. Alter, was geht ab mit dem? Pass jetzt auf, Jones. Was? Ich sag's dir, du bist gerade über einen verdammten Truck gesprungen. Bin ich wirklich? Polizei, nehmt uns sofort fest, schnell. Was? Nein! Was? Ist das eine Schuld? Da können wir nicht weiter, oder was? Weiter als gedacht. Ja, dann fahren wir mal besser nicht weiter. Los. Na los, komm her, Bulle. Hallo! Nein, das mit X, das war wohl nix. So, RAM ist hier also kein Delikt, das darf man. In San Francisco, das ist völlig normal, dass man da mal gerammt wird. Was machst du? Das war das einzig Richtige. Dank dir ist uns gleich das ganze Revier auf den Fersen. Oh, du hast recht. Was denke ich mir nur? Halt dich fest. Ich werde alles tun, was ich kann, um das gerade zu biegen. Nein! Hui! Dann wollen wir mal die Cops abhängen. Mehr Spaß. Also wir sollten es zumindest versuchen. Vorsicht! Okay, die Bullen fliegen nicht. Dahinter kommen noch welche. Die Bullen kommen wieder zurück, Bro! Oh mein Gott, Scheibenkleister, machen wir jetzt. Hab ich was Falsches gesagt? Davon gehe ich mal aus. Was machen wir jetzt? Fahren wir hier rechts ab? Ja, komm. 1, 2, 3, go. Da geht's nicht lang. Gut, dass wir nicht abgebogen sind. Hey, verdammt, wir können da hinten auch nicht weiter. Weil da die Karte für uns zu Ende ist, wieso auch immer. Vielleicht schalten wir im Laufe des Spiels die noch frei. Ich darf diesen Wagen auch nicht schrotten. Ah, das ist alles ein bisschen schwierig. Schon was vor heute Abend? Ich fahr nach Mexiko. So. Mexiko, viva Mexiko. Ich war Mexiko. Jetzt 30 Jahre im Bau, mein Sohn. Wir müssen reden. Ah, weniger als man denkt. Blöd, Mann. Der ist echt dumm, ey. Ich versuche ihn gerade zu retten. Und er fährt einfach den Bullen einfach in die Arme. In einen Bullen reinfahren! Das war wie ein großer Magnet, ich musste es tun. Das macht Sinn. Das macht Sinn, also wirklich. Ach, Gott sei Dank. Ich glaube, wir sind allen los. Ja! Oh ja! Wir hängen sie ab! Wollen wir was zum Henker? Geschafft! Doch! Ja, und anhand unseres sagen. Kennzeichens, der Marke und der Farbe und so werden sie uns auch sicher nie finden können. Gott verdammt! Oh ja, viel Glück dabei. Hui! Siehst du? Das war ich! Alter, ich, wie fährt der denn? Ich! John, sogar meine Mutter hätte erkannt, dass der Idiot Ärger anzieht. Gib schon auf, Mann! Alter! Okay, $50, dass er an einem Abschleppwagen hängt, bevor die ihn schnappen. Wie du willst, ist ja schließlich dein Geld. Wie cool ist das denn? Also los, rein da mit uns. Boah, ich feier das Spiel einfach. Das ist Wahnsinn! Was ist nur in dich gefahren? Vertrau mir, du würdest es mir nicht glauben, wenn ich es erzähle. So.
Tanner ist hinter uns und hier ist schon ein Abschleppwagen. Das trifft sich doch ganz gut. So, angehangen. Warte ein paar Minuten, dann schlag mir ins Gesicht, so fest du kannst. Gerne. Zu gerne. Bei diesem chaotischen Spiel. Wow. Ich will auf keinen Fall glauben, was ich da gerade gesehen habe. Ja, aber gesehen hast du's. Ich verliere nicht meinen Verstand. Das ist real. Ja, es sieht so aus. Mann. Also, nur um das klarzustellen, wenn du in eine hübsche Lady springst... Bleiben die Hände am Lenkrad. Ja. Schon gut. Dann wieder an die Arbeit. Darf ich jetzt reden? Die reden ganz schön viel, um ehrlich zu sein. Man kommt gar nicht zum Quatschen, aber man kann ja auch nicht viel quatschen beim Autofahren. Bisher bei Driver San Francisco. Der überführte Polizistenmörder und international operierende Gangsterboss Charles Jericho soll heute verurteilt werden. Grafik ist so geil. Jericho hat mir in den Rücken geschossen und viele gute Männer begraben. Also von den Leuten, Jericho wird heute verurteilt. Wegen dir. Sei stolz drauf. Wagen 4030 leisten Unterstützung für Beamte unter Beschuss aus einem Nachrichtenhelikopter. Ich bin Ray? Ich bin Ray? Ich will nicht glauben, was ich da gerade gesehen habe. Ja, aber gesehen hast du's. Ich verliere nicht meinen Verstand. Das ist real. Ist das so? Late. Ah, wenigstens keine Ladeschnecke. Schon mal was. Hallo. Hallo, ich möchte jetzt weiterfahren. Danke sehr. Boah. Ich hab ne Idee. Hab nicht die... Ich bin Trucker und ich fahre über die Piste. Ich bin Trucker. So. Hallo und herzlich willkommen zum Truck Simulator 2015. Wir spielen hier gar nicht Driver San Francisco, obwohl die Grafik genauso aussieht und da Minimap und alles andere auch. Aber nein, wir spielen Truck Simulator. Wir fahren hier über die Autobahn in San Francisco. Oh, ich glaube, hier müssen wir runter. Da hat mir aber einer gerammt. Ah, das geht gar nicht. Diese kleinen Pissautos, ey. So, wieder auf Beschleunigungsstreifen. Wieder Gas geben. Oh, Alter. Ey, lass uns doch mal hier vorbei. Ganz ehrlich. Ich glaube, wir sind schon in der Stadt. Wir dürfen gar nicht mehr 150 fahren. Das wäre eine Autobahn. Upsi. Ja, fahren wir hier mal weiter. Oh, eine grüne Ampel. Tut tut. Oh, wir können sogar wirklich auf die Hupe drücken. Cool. Ich feiere das Spiel. Oh, eine Autolieferung, ja. Können wir eigentlich nichts links vorüber? Ach, wir schaffen das, komm. So. Autolieferung abgelegt. Und ich verabschiede mich für diese Runde aus Driver San Francisco. Ah, ich feiere das Spiel irgendwie. Und diese Leute rennen auch immer zur Seite. Was ist nur falsch bei denen? Ach, ich ziehe den Ärger nur so an. Ja, ja, komm, sei ruhig. Naja, ich tritt auch schon mit in der dritten Person von mir. Ich verabschiede mich aus dieser Runde von Driver San Francisco. Wir sehen uns demnächst bald irgendwann wieder, wenn es wieder heißt. Ich sitze im Truck und fahre geradeaus. Zu meiner holden Maid. Hier an der Bushaltestelle. Die Jungs machen echt ernst. Ups, hier. Ups, das habe ich überfahren. Ach, verdammt. Naja, okay, ja, jetzt aber mal wirklich Schluss. Hui! Ach, das hätte ich besser machen können. Alter, was hat er denn für einen Wenderadius? Geht doch. Geht voll klar. Naja, bis demnächst. Ciao, ciao. Ich soll doch wirklich irgendwann mal Schluss machen, wenn ich das nochmal sage. Ciao.